Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Yu-Gi-Oh! Gegen Thomas. Ich benutze ein neues Deck und ich. Ja, wir haben ein Match. Hallo. Schere, Stein, Papier. Ah, ja. So. Danach machen wir wahrscheinlich ein Tag-Duell gegen. Gegen Antonio und Gamer. Also, du fängst an. Das ist eine ganz ungewohnte Situation für mich. Ich fange eigentlich immer an. Das ist nicht gut. Die geilsten Karten habe ich nicht, aber nicht schlecht. So. Was kannst du denn aktivieren, bevor das? Oh. Gut, dann kannst du aktivieren. Dann würde ich mal sagen, setze ich das und das und das. Und versuche einfach mal, was bestimmt funktionieren wird. Du wirst jetzt wahrscheinlich eine Fallgrube haben, richtig? Nein. Okay, versuche ich trotzdem mal anzugreifen. Und. Was ist das denn? Hä? Ah. Oh shit, ist ja wie. Hä, ist ja. Ist ja quasi magischer Zylinder. Ja, aber halt, wenn du mich direkt angreifst. Das war's. Kann ich dir auch. Wenn nur direkt, aber. Okay. So. Ja, da kann ich nicht. Wett, du machst mich jetzt down nur mit deinen komischen Karten. Ich würde sagen, das da aktivieren und den abwerfen und dafür das zerstören. Ha, nice. Aber so klar, dass du irgendwas wieder hast. Ah, okay. Oh. Dann warte. Mach ich mal ich das bin da. Kurz stumm. Okay. Beschwör den da. Ja, das war zu tun. Und ich greife dich direkt an. Nice. Ich hoffe, ich werde ein Rundchen behalten. Ein, zwei Rundchen. Wenn ich was Spezielles ziehen kann. So. Austauschen? Brauche ich nicht. Brauche ich schon eher. Bitte keine Sakuretsu-Rüstung. Ach, verdammt, magischer Zylinder oder so eine Scheiße. Okay, also ist besser als magischer Zylinder. für mich gerade. So, mal gucken, ob ich die richtigen Karten jetzt ziehe, damit ich so ein bisschen schöne Sachen machen kann, wie zum Beispiel den da. Zum Beispiel, ach egal. Und brauche ich gerade nicht. Wieder da. Hallo. Wow. Ich kann gleich keine Sachen mehr legen. Angreifen wir uns hier nicht. Ich würde dann nämlich gerne den da beschwören. Ne? Angriffspunkte ist schon. Was ist das denn? Regieren. Oh lol. Weil hätte die Epizze. Achso, erhöhen. Achso, oh. Oh nein, hast du das Deck? Oh fuck. Was? Oh nein. Oh nein. Ja, ich muss wahrscheinlich was down. Yo, Julian. Ja. Ich habe im ersten Zug zwei Synchros gemacht. Hast du gewonnen? Er hat 3100 Life Points. Aber kann es noch drei Runden dauern, aber naja, geht recht schnell. Boah, Alter, der Zopf hier mit seinen scheiß Life Points werden kaputt gemacht, Deck, und nicht erhöht. Also der schickt mir den Punkt und die werden mir abgezogen. Ich habe noch 1600. Ja, ich mache einfach. Ja, nice, ich bin weg. Ja, oh easy Gott. Verloren, aber wir haben ja Match gemacht, deswegen direkt die nächste Runde. Ich krieg diesmal. Meine Karte war ganz schlecht, aber das Deck ist einfach. Ja, so komm geil. Doch, Alter. Toll. Thomas? Ja. Thomas, was hast du gemacht? Ne? Bei mir als Ben. Ich hab gewonnen. Hä? Hey, ja, aber ich hab ja ein Match gemacht. Na? Was willst du jetzt machen? Ah, ich hätte noch eine Runde gespielt. Ach, stimmt ja. Da war ja was. Ha. Aber wir waren jetzt direkt noch eine Runde. So, zweite Runde in dieser Bugge. Na, jetzt fange ich wieder nicht an. Das ist so ungewohnt. Ach, schon wieder Herde Drachen. So, ich mach mal jetzt was neu. Das ist gar nicht so geil. In dieser Hand als Zweiter zu sein, ist echt nicht so geil. Oh. Ob. Ja, ich hab grad so. Warte. Mein Decks, muss ich ehrlich sagen, wimmeln nur so von Fallenkarten. Ich hab mir jetzt ein. Ich
habe jetzt Deck 0 als so ein Standard-Deckzeug gemacht. Das bedeutet, wenn ich ein neues Deck erstelle, benutze ich immer Deck 0 und tu dann da meine Karten rein. Was bringt es mir, dass ich mein Deck 0 sind allein schon 30 Zauber- und Fallkarten. Ja, dann kannst du, wenn du dein Extra-Deck anschaust, kannst du sehen, wie viele Sterne das hat und ob du es gerade in dem Zug beschwören kannst. Hä? Naja. Weiß jetzt nicht, ob du hast 30 wie viele Karten hast du da? 30 Zauber- und Fallkarten. Das sehe ich ja auch. Mhm. Du siehst ja alles soweit. Du siehst halt nicht, was ich auf der Hand und so verdeckt habe. Nein, vielleicht nicht. Ich move heute mal wieder in einen anderen Channel, ne? Ja, wir kommen gleich. So, jetzt verstehe ich wieder, was du sagst. Moment. Oh, das ist nice. Das erstmal nicht. Deutsch, jetzt brauche ich nur diese eine Karte ziehen und dann ist nice. Auch eine Karte. Und noch eine Karte ziehen und dann ist nice. Hoffentlich. Oh, nee. Egal, kann ich auch machen. Tja. Ach, das hast du, Deck. Ah, nein, ist okay. Oh, leg einen Zauberzug mal auf diese Karte. Oh, Mensch. Bitte geht das. Was macht das denn? Wähle ein Monster, das kann ich. Oh. Da kann ich leider nichts machen. Tja, Ballgrube verschwendet. Oh, der hat ja auch mal ein Deck. So, also in Real Life. Das ist echt nice, die Karte. Aber ich hab keine Monster, ich finde das nichts. Das bringt ja nichts. Aha! So. Alter! Ist nice. Ja, du hast mit dem angegriffen, das hab ich überhaupt nicht gesehen. Egal. Okay. Ich dachte, du hast mit dem 2900 angegriffen. Leider habe ich mich da wirklich diesmal sogar wirklich vertan. Das ist nice. Das ist so nervige Karte. Ich weiß. Nur scheiße. Kann ich machen. Ich habe auch bisher noch kein richtiges Monster gezogen. Oh, das war nice. Bringt mir aber herzlich wenig. Okay, jetzt mal ein Monster ziehen. Ein bestimmtes Monster ziehen? So, jetzt sind wir fertig. Nice. Wir noch nicht. Wir sind gerade noch mitten im Match. Ja. Monsterin, ich glaube, ich mache mir auch du mal einen. Du hast Blitzeinschlag abgeworfen. Ja. Okay. Was machst du dir, Antonio, ein neues Deck? Nee, jetzt nicht, aber auch immer noch ein Exodia-Deck. Machst du ja auch ein Deck wie Julian, wo nie funktioniert hat bis jetzt. Hey, Exodia habe ich schon zweimal. Ich habe schon zweimal Exodia gekriegt. Bei mir nicht. Doch, bei dir habe ich einmal gekriegt und bei Max. Hä? Mich hast du aber noch nicht mit Exodia umgebracht. Doch, ich meine schon. Mm-mm. So, bei mir. Mm-mm. Doch. Mm-mm. Doch, ich meine schon. Mm-mm. Doch, ich meine schon. Das war wahrscheinlich wieder eins der Duelle, das du auf deiner Festplatte plötzlich gelöscht hast. Das fehlt mir. Du hast es eh wahrscheinlich aufgenommen. Was? Du hast es ja wahrscheinlich eh aufgenommen, oder nicht? Stimmt schon. Ich hab keine Ahnung. Soweit ich weiß, habe ich immer deine Exodia-Karten weggebummt. Also zweimal habe ich auf jeden Fall Exodia beschworen. Ich dachte einmal wäre bei dir gewesen. Nein, ich glaube deiner bei Shinji. Oder zweimal bei Max. Einmal bei Max auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, Max ist ein Opfer. Nicht so fies hier. Ja, wir von Exodia gebumst. Du nervst. Ja, du nervst auch. Was machst du denn, ja? Es wird auf jeden Fall spannend, wer mit wem im Team ist.
Mal gucken. Hat der einfach mein Monster zerstört? Warum ist eigentlich das Exodia-Deck nicht auf Teamplay aus? Weil ich halt keine, so gut wie keine Monster beschwören kann oder sowas. Ist ja, ja nein, Teamplay. Aber zum Beispiel, nein, Teamplay. Ja, ja Teamplay, ich weiß, was Teamplay ist. Karten ziehen. Ja. Oh nee, wir machen ja. Wir machen gleich Tag. Ja, ich kann irgendwie mal ein Dino-Deck machen, irgendwann. Wo ich als erstes benutzt habe. Ich brauch wohl viel Platz. Alter. Moment, ich bestelle dich kurz auf Static, Entschuldigung. Entschuldigung, ich, hä? Ich dachte, ich hätte schon mal gedacht. Entschuldigung, ich hab grad was geschrieben, deswegen. Ja, warte, geh! Geht mal eine sinnvolle Karte ziehen, bitte. Es gibt eine mystische Tomate. Ja, oh, Alter. Ja, aber hier Das brauche ich ja eigentlich gar nicht, ne? Ich habe jetzt schließlich das da. Dann würde ich sagen. War jetzt wahrscheinlich dumm, weil das Monster eh bald nicht mehr so stark wäre wie. Ne? Und so, aber. Wird mich jetzt so viel stecken. Das ist dein Arsch gerettet, Gamer? Was ist das? Hä? Das ist dein Arsch. Wenn ich jetzt ein neues Deck machen will. Oh, nee. Dann, wenn ich wieder auf Deck sehe, kommt das alte davor. Ja. Alter, ich habe keine Karten. Du gehst auf Deck und dann klickst du einfach auf das Wort löschen. Warte mal. Nice. Dann klickst du auf ja, dass du das löschen willst, dann gibst du den Willst du das Deck für immer löschen? Warte. Nein, lernen musst du drücken. Sorry. Lernen. Okay. Okay. Aktiviert. Oh, das wird nice. Ja. Also, ist dein Deck weg? Nein. So. Oh, okay. Thomas. Kannst du was machen? Kann er sogar tatsächlich. Oh, das hättest du nicht jetzt aktiviert. Ich hab meinen Drachen-Deck übrigens gelöscht. Thomas, hättest du in meinem Zug aktivieren sollen. Ich kann es jetzt gleich sofort wieder in Angriffsmodus legen. Warte, ich hab gerade irgendwas aktiviert. Ja, egal, mach ich mal. Ja, Buch des Modus hast du aktiviert. Wie? Ja, what? Okay. Was passiert? Was passiert denn da jetzt? Weiß ich nicht, aber es ist. Oh nein. Jo! Als ob ich jede Runde ein Monster verbannen kann. Warte. Als ob! Das kann in dem Spielzug nicht angreifen. Doch, es kann angreifen, aber nur wenn du den, es kann nicht angreifen, wenn du den Effekt aktivierst, dass du pro Runde eine Karte verwandeln kannst. Oh Gott. Wow. Ich hab ein. Wie viel Leben habe ich kassiert? 1900, ohne das zu realisieren. Nee. Oh nee! Oder hier mein Ike freigeschalten. Ike freigeschalten. Warum kann ich das nicht aktivieren? Ja. Ich frage ja auch manchmal, warum ich die Karte nicht aktivieren kann. Irgendwie habe ich im Endeffekt nur den Effekt falsch durchgelesen. Ja. Du weißt auch ja, ganz bestimmt, wie Yu-Gi-Oh! Funktioniert. Ja. Ich liebe es immer noch darauf, wegen dem auf dir rumzuhacken. War ich ja, aber gestern habe ich echt scheiße gespielt, muss ich ja ehrlich zugeben, ne? Ich habe ja, so schlecht gespielt gestern. Naja, wie immer. Ne, normalerweise spiele ich besser. Aber gestern habe ich glaube ich, doch einmal habe ich gewonnen. Aber ich also ist die heute ist eine der besten TTT-Folgen rausgekommen, Salty Yoshi. Ich war am überlegen, ob das zu gucken oder von Pete mit Mad Max. Salty Yoshi lohnt sich. Jetzt hab ich angegriffen. Oh mein Gott. Weißt du, Yoshi hat dich einmal beleidigt. Wenn du nichts Besseres zu sagen hast, dann halt's Maul. Und was sagt Yoshi jede 30 Sekunden? Halt's Maul! An. Lol. Ich hab eine Karte gefunden, die es nicht gibt.
Miss. Welche? Seelenschnitter. Kenn ich nicht. Ich mach mal No Bandist. Ich glaube, es sind aber selbst bei der Bandist alle Karten aufgeführt, nur dass sie nicht reintun kannst. Okay. Die gibt's einfach nicht. Google mal, ob ich denn noch richtig Erinnerung hab. Es sind nicht alle Karten drin. Echt nicht? Nein. Ich wollte, weil ich wollte auch ein paar Synchromonster in mein Drachendeck noch reintun, aber die haben einfach nie existiert. Hey, dass du zerstörst ja das Monster, Mann. Also kein Cluster machen. Ich will mir ein Dino-Deck zusammenstellen, aber die Hälfte der Karten, die ich reintun will, kann man nur einmal reintun. Was ist für eine Kacke hier? Hey, warum wurde jetzt deine magische Marionette zerstört? Ich habe jetzt gerade verstanden, Gamer, war das jetzt, warum ist deine Marionette? Ach so, jetzt weiß ich, warum der Monster zerstört wurde. Wegen Spielkraft. Ja, wegen Spielkraft trotzdem. Oh mein Gott. Hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet, dass es geht. War aber nice. Alter. Oder kann ich was fusionieren? Ich kann sogar, glaube ich, was fusionieren. Kann ich? Oh. Verdammt, vielleicht wollte ich das gar nicht. Aber mal gucken. Dann auf jeden Fall den da und den da. Das ist nice. Jetzt hat Oh nee. Ja, das kann weg. Wie du immer Blitzeinschlag abwirfst. Weil ich jetzt ganz kurz. Weißt du was? Scheiß drauf. Ich hab kurz nicht aufgefallen. Scheiß drauf. Ich will einfach nochmal und. Ich hab jetzt einfach gerade zwei weiße Drachen geopfert für diesen Scheißdrachen. Ah ne, ich hab gewonnen. Ja! Dumm. Das Deck ist eigentlich. Ich denke, das Deck ist nicht so geil, aber weil du auch die ganze keine Karten konntest, war es ziemlich gut. Und dann würde ich sagen, das war's für eine Folge Yu-Gi-Oh! Gegen Thomas, was dir gefallen hat, lass uns wenden und tschüss.